Ich garantiere euch, wir Tiere sind in diesem Schloss bei weitem nicht die beklopptesten. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Little-YouTuber. Ich bin's, Tanner, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute reden wir über die ersten beiden Folgen von The 50. Ich habe übrigens eine Freigabe bekommen. Ich darf deren Videos bekommen. Habe mit Amazon Prime gestern gesprochen und die haben zugesagt. Und die meinten, ich darf deren Videosequenzen halt benutzen, wie bei RTL Plus und bei Join. Und ich freue mich, ne? Also ihr könnt natürlich euch das reinziehen, The 50. Ist auf jeden Fall ein anderes Format, sehr interessantes Format, ist lustig. Sind 50 Promis, Reality-Stars drin. Und was soll ich groß dazu sagen? Ich habe das ja vorgestellt. Und ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch Bescheid sagen werde, falls ich eine Freigabe bekomme. Ich stehe auf der Whitelist. Das macht mich natürlich total glücklich. Ich darf darauf reagieren. Heute mache ich die ersten beiden Folgen und morgen mache ich dann 3 und 4. Und am Sonntag kommen auch schon 4 weitere Folgen. Und wie ich ja schon gesagt habe, da lebt irgendwie im Schloss ein Löwe alleine mit in Frankreich mit Füchsen und Hasen. Und es geht halt um 50.000 Euro. Diese 50 Reality Stars spielen nicht für sich, sondern für ihre Follower. Und klar, wird auch drastisch eliminiert. Dann dürfen die wiedergewählt werden, aber das gucken wir uns gemeinsam nochmal an. Die Creme de la Creme der Reality Stars aus Temptation Island, Big Brother, Are You the One, Ex on the Beach, Dschungel, Promis unter Palmen und Bachelor. Ne? Also alles, was ihr kennt. Von denen wurde halt einzeln selektiert und die Creme de la Creme macht hier jetzt mit. Also ich nenne euch mal ein paar Namen. Yasin, Julia Siegel, Christina Dimitrio, Kate Melan, Erik Sindermann, Cecilia, Asoro, Cosimo, Chris Breu, Jenny Elvers, Dani Büchner, Jamila Ruwe, Menderes, also ganz, ganz viele Reality-Stars und wir gucken uns das jetzt genau an. Ich habe so ein paar Sequenzen mir rausgesucht, also das ist echt lustig. Also ich finde es wirklich total lustig, dass so viele, ja, meisten Chaoten, nicht alle, zusammengewürfelt wurden und in so einer Show mitmachen und uns unterhalten. Übrigens ist heute auch der Geburtstag meiner Omi, die verstorben ist, die einen Autounfall hatte. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Sie wäre jetzt 85 Jahre alt. Danke euch immer wieder für eure tollen Nachrichten. Ihr unterstützt mich während meiner Trauerphase. Es macht mich total glücklich. Ich liebe es, mit meiner Community in Kontakt zu sein. Ich bekomme so viele Nachrichten, was ihr auch selbst erlebt habt. Und von der einen ist dann die Mama verstorben, auch die Oma und der Papa. Und da war auch so eine große Bindung, kriege ich immer mit. Und meine Oma und ich waren halt wirklich so, ne? Und ich vermisse sie. Ich vermisse ihre Ratschläge extrem, gerade jetzt in diesen Tagen. Sie hat mir immer tolle Ratschläge gegeben und hat auch gesagt, so von wegen, halt die Füße still und stress dich nicht. Und einfach, sie war ein Engel, ne? Also eine weise Person, ein Engel. Nicht nur ich sag das, der ganze, also mein Umfeld sagt das, ne? Auch meine Freunde, die sie kennengelernt haben und meine Familie auch, Mama, Papa. Also es ist, also ein Engel auf Erden, ne? Ist ein Engel geworden. Ich vermisse sie einfach total doll und es wird immer von Tag zu Tag ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Und letztens habe ich halt von ihr geträumt, weil immer wenn ich halt Videos gemacht habe, war sie immer... Sie hat ja bei mir übernachtet, auch in meinem Bett, weil ich ein riesengroßes Bett habe. Sie ist ja Rentnerin gewesen und war dann immer in der Türkei und dann auch hier. Und dann ist sie halt hier immer 6, 7 Monate geblieben. Da war sie bei mir. Und dann kam sie immer, als ich meine Videos so geschnitten habe, komm, ich hole mir jetzt einen Kuss ab, hat sie gesagt. Ne? Das vermisse ich so. Das vermisse ich so. Und aber in meinem Traum habe ich 2, 3 Mal jetzt von ihr geträumt und sie hat mich jedes Mal geküsst, umarmt. Also, ja... Also ich habe jeden Abend gebetet, dass ich sie sehe und jetzt mittlerweile sehe ich sie öfter mal. Und ja, ich möchte nicht viel davon erzählen, weil nachher sehe ich sie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ich bin einfach glücklich und ich, ja, heute hat sie Geburtstag. Happy Birthday, Omi, ne? Ich liebe dich und ja,
ihr wisst schon, nicht, dass ich jetzt wieder rumheule, rumweine, da habe ich wieder Pipi in den Augen. Wir machen jetzt weiter mit The 50 und falls du natürlich noch vom Kanal bist, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Du kannst dir natürlich The 50 angucken, indem dir Amazon Prime runterlädst, Mitglied wirst, weil Prime-Mitglieder können sich ein paar Filme und bestimmte Filme und auf jeden Fall The 50. Ne? Ihr könnt mir natürlich über Insta folgen und auf TikTok. Und jetzt geht's wie immer los. Ich garantiere euch, wir Tiere sind in diesem Schloss bei weitem nicht die beklopptesten. So, du, jetzt fangen wir an. Ich finde das immer so lustig, was da vor sich gibt, der Löwe. Ja, sie sind nicht die Beklopptesten. Das ist wohl wahr. Und ich finde es einfach so lustig, was da vor sich gibt. Das müsst ihr euch eigentlich mal antun. Also, der Hammer. Wir legen jetzt los. Sie wussten null, was sie erwartet, als sie mir ihre hübschen Hintern verkauft haben. Was ist denn hier los, Alter? Du steigst aus dem Auto und siehst dieses riesengroße Schloss. Das ist wie bei Super Mario damals, wo du zu Bowser reingegangen bist. Der absolute Wahnsinn. Es ist wirklich so, ne? Also, als würdest du in den Bereich von Bowser kommen, in sein Schloss rein, um die Prinzessin zu retten. Ich weiß nicht, wer von euch Super Mario gespielt hat. Das prägt halt meine Kindheit total. Auch ich habe damals Gameboy gespielt, hatte Nintendo, ich glaube 64-Bit damals. Kann mich sehr, sehr gut dran erinnern. Aber wie lustig ist das bitte, was der Löwe sagt? Sie verkauft mir ihre Hintern. Hallo? Hallo. Wahnsinn. Du kommst da rein, guckst dich rum. Ganz kurz, eine Sache, das Buffet ist eröffnet. Ja, bevor sie natürlich irgendwie loslegen, versammeln die sich. Die ersten fünf sind schon da. Da sehen wir schon Jamila Rowe, Jenny Elvers, Menderes, Philipp Pavlovich. Es wird interessant. Es sind echt ganz, ganz viele auf einem Haufen. Ich weiß gar nicht, was die dafür ausgeben mussten, um die alle natürlich zu casten, damit sie hier mitmachen. Ich mag dieses mystische, dieses, ja, es sieht ja aus wie ein verzaubertes Schloss. Matthias Mangiapane ist da. Und was ich total lustig finde, habt ihr gelesen, was unten rechts steht? Das finde ich ja auch immer herrlich. Anfangs ist er immer zuckersüß, ja. Er kann auch zu einer Furie werden. Das haben wir schon des Öfteren mitgekriegt, glaube ich. Also es ist so ein Glückstränen. Ja, es ist Glückstränen und du bist einfach jetzt in einer anderen Welt. Ja, liebe Julia Siegel, in einer verkorksten Reality-Welt. Also sie hat Pipi in den Augen. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil anfangs ist es immer so wunderschön und hübsch, alle verstehen sich und dann entsteht so eine Ellenbogengesellschaft, weil alle den Sieg wollen. Zwar geht es nicht um den Sieg, den sie halt bekommen, sondern klar ist es eine Herausforderung für jeden Reality-Star hier. Aber die spielen ja für die Follower. Ne? Es geht ja um 50.000 Euro oder mehr. Also jeden Tag gibt es irgendwie Herausforderungen, wo sie Geld verdienen können. Extra dazu 5.000 oder 2.000 Euro. Oder sie können sie natürlich auch verlieren, wenn sie in dem Spiel verlieren. Jenny! Ich war gespannt, wie Cora auf mich reagiert, weil sie hat sich ja quasi ausgekotzt auf dem Ideal. Hey! Ja, so sind die Reality-Stars irgendwie. Die zanken sich über Insta und plötzlich siehst du, die sitzen am Café und unterhalten sich. Ne? Für die ist das irgendwie so, die machen Beef, damit sie so ein bisschen in der Klatschpresse stehen und dafür ein bisschen Geld kriegen. Und was ich auch lustig finde, was bei Jenny steht, macht es schon Reality, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war. Deutsche Welle Polen, da hat sie auch noch mitgemacht. Ist das ein Sohn? Ja, ja. Wir sind Vater und Sohn. Wir sind hier ja, um, ich sag's mal ganz krass, alles wegzuballern. Das haben wir bei Nico gesehen, das hast du ihm ja gut beigebracht bei Temptation Island. Der hat alles weggeballert. Dich hasse ich ja jetzt schon. Und euch auch. Schwarz, ich lieb euch. Ja, der Erik Sindermann ist auch dabei mit seinem Dollar-Kostüm, Anzug und direkt dahinter, zwei Reihen weiter, ist der Sam Dillon. Habt ihr darauf geachtet, die waren im selben Van. Und interessant ist, dass dann später ein Beef entsteht, obwohl die im selben Van waren und es dort hätten klären können.
Also glaube ich schon, dass da, dass sie sich da so ein bisschen abgesprochen haben, dass sie so ein bisschen Beef anzetteln werden. Aber wir wissen ja auch, dass die beiden sich ja auch gebieft haben die ganze Zeit über Insta, weil der Erik nicht eingeladen wurde auf die Party von Sam Dillon. Also auf die Halloween-Party, glaube ich. Oh, hier sind so viele Leute, die ich nicht mag. Oh Gott, ich kann kotzen. Und die anderen kotzen auch, wahrscheinlich, weil die dich nicht mögen. Hast gerade mit Sam schon gesprochen, wa? Ja. Aber immer schön aufpassen, immer, was du genau sagst, weil alles wird gegen dich verwendet. Gegen dich ja gar kein Problem, aber gegen diesen Typen habe ich ein Problem einfach. Gegen den habe ich 100%. Ja, aber dann sag es ihm doch bitte und nicht mir. Also ihr wart doch im selben Van. Wieso habt ihr das da nicht geklärt? Sendezeit. Gut, dass Valentina nicht dabei ist. Boah, überlegt mal, wenn Valentina jetzt hier dabei gewesen wäre. Sie hätte wahrscheinlich 49 Feinde gehabt, ne? Von den ganzen 50. Sam, ich habe gerade noch mal in der ganzen Runde gerade so gesagt. Es geht schon los. Was denn? Weil du wieder bei jedem auf Freund oder so machst, am Ende verkaufst du das doch sowieso in die Zeitung. Oder du gehst zum TV-Sender oder sonst was. Sagte Erik Sindermann, der seine Promi-Flash-Artikel selbst schreibt, weil er dort wahrscheinlich jemanden kennt, und es veröffentlicht. Pack dir mal an die eigene Nase, lieber Erik. Sam, du bist wirklich, du bist das ja, der das falscheste ja schön, Mensch überhaupt. Bitte. Wirklich? Warum macht ihr das hier? Könnt ihr nicht einfach das Ganze vorher klären? Wen mag man gern, wen vielleicht nicht so gern? Vanessa, meine Ex, mit der habe ich nie so ein gutes Verhältnis, es ging nie so gut auseinander. Und deswegen gehen wir uns, glaube ich, auch lieber aus dem Weg. Ja, die beiden waren ja mal zusammen. Interessant jetzt, dass sie dort eingeladen wurden bei The 50. Ich glaube, es ist auch bei Filip Pavlovic der Fall und bei Serkan Yavuz. Die verstehen sich ja auch nicht. Wer ist die in Mintgrün? Wer ist die in Mintgrün? Wer ist die in Mintgrün? The Pinken. Na, das ist die Pinken. Die erkennt man von lauter Botox nicht mehr. Ja. Die ist ja so aufgebotoxt. Bei ihr sieht's aus, als ob sie ein neues Gesicht hat. Naja, aber wenigstens hat sie Charakter. Wenn hier jetzt der Blitz einschlägt, dann ist das Trash-TV am Ende. Ja, dann wären wir alle arbeitslos, glaube ich. Die ganzen YouTuber und die ganzen Fernsehsender. Ich find's auch so geil, wenn der jetzt einen Blitz einschlagen würde. Oh mein Gott. Ich find das so lustig, deren Kommentare. Es geht gar nicht. Hier sind 50 der kaputtesten in Deutschland. Na, also bitte. Das ist aber jetzt eine Beleidigung, wirklich. Ja, er fühlt sich beleidigt, weil er ja auch mit im Begriffen ist. Aber recht hatte er so ein bisschen, ne, der Serkan? Hier sind vielleicht 10% sind kaputt, aber wir gehören nicht dazu. Also bitte, wenn das heißt kaputt. Kaputt ist, die funktionieren nicht mehr richtig. Ach so. Da ist irgendwas im Gehirn ausgesetzt. Dann bin ich richtig hier, oder was? Ich glaube, wenn man hier in so einem Format mitmacht, dann muss man schon sagen, dass einige so ein bisschen verstrahlt sind. 10% ist noch gut. Herzlich willkommen. Als der Löwe uns begrüßt hat, es war schon ein bisschen angsteinflößend. Also so, hatte schon so ein bisschen so Respekt. Ja, die Gloria hat wahrscheinlich nicht nur Angst von, habt ihr gesehen, was da unten steht, fürchtet sich vor Typen mit Pappmasken. Nicht nur vor Pappmasken, sondern auch vor Pappkronen. Und davon gibt es eine Menge, ne, dort. Also Erik Sindermann hatte diesmal seine Burger King-Krone nicht dabei, aber der Sam Dillon. Zum ersten Mal tretet ihr nicht für euch an, sondern für eure Follower. Das gesamte Geld erhält einer der Follower des Gewinners. Bei mir sind gekauft. Ja, die ersten 70.000 hat der Cosimo gekauft, das stimmt. Geld zu gewinnen für einen Follower ist das absolut geilste Prinzip überhaupt. Und wieso guckt sie so? Hat sie ihre Brille nicht dabei oder hat sie falsch abgelesen? Jeden Tag werdet ihr einander gegenüberstehen in der großen Arena vor dem Schloss. Auch krass, ne? Da ist so das Schloss und direkt dagegenüber wurde eine Arena aufgebaut, wo sie spielen. So ein bisschen wie Tribute von Panem, ne? Nach den Spielen entscheiden die Gewinner über das endgültige Schicksal der Verlierer. Ja, also da scheiden ja ein paar aus, ne? 50 sind in dem Spiel dabei, 15 scheiden, glaube ich, erst aus. Und dann müssen diese 35, die gewonnen haben beim ersten Spiel oder im zweiten Spiel, die entscheiden dann über die 15 Ausgeschiedenen, ne? Welche davon weiter sind. Ich glaube, 5 werden im ersten Spiel weiterkommen können und die werden dann von den Gewinnern nochmal gerecalled.
Bevor die Süßen auf die Schlachtbank kommen, werde ich sie ein bisschen mästen. Ein Gratis-Snack am Pool, ich weiß ja. Am besten schmeckt es ihnen, wenn es nichts kostet. Genau, am besten schmeckt es ihnen, wenn es alles umsonst ist. Und da werden sie erstmal ordentlich gemästet, bevor sie zum ersten Spiel antreten dürfen. Auf geht's, Cosi! Let's go, Cosi! Cosimo für Sendezeit? Nein! Und nicht schon wieder nackt? Nein! Ah, das wollte ich nicht sehen! Okay, Cosimo hat nichts zu verlieren. Ich konnte leider nicht alles zeigen. Aber ihr wollt wahrscheinlich seinen behaarten Arsch auch nicht sehen. Das springt einfach Nakidai in den Pool. Ey Junge, der ist doch, der hat aber Arschhaare, du des Grauens. Warum habe ich keinen Hunger mehr? Ich habe noch nie so viele Haare gesehen. Warum wohl? Warum hast du keinen Hunger? Denk mal drüber nach. Es ist wie so ein Autounfall, ne? Man kann auch nicht weggucken. In der Branche, du bist doch sowieso mit keinem richtig befreundet. Ich weiß, was du meinst. Eigentlich hat man nicht so wirklich so richtige Freunde. Du wirst ja meistens auch enttäuscht, weil ich finde immer, also alle Leute, denen ich zum Beispiel in der Branche bis jetzt vertraut habe, da wurde ich eigentlich immer enttäuscht. Der gibt Ratschläge an Menderes. Menderes, halt die Finger weg von dem, wirklich. Da kannst du dich nur verbrennen. Dani Büchner hat sich vor der letzten Show bei mir eingeschleimt. Dann habe ich mich weich kochen lassen, habe alles gemacht, dass sie wirklich bis ins Finale kommt. Und wen lässt sie dann nicht ins Finale kommen? Erik Sindermann. Gut hat sie das gemacht. Bei Promi-Büßen waren die ja alle dabei. Und der Erik Sindermann hat nicht mitgemacht. Der konnte das wieder nicht verkraften und hat dann gegen Dani Büchner geschossen. So laufen die Formate. Also du kannst ehrgeizig sein, wie du möchtest. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ne? Dann musst du auch damit klarkommen. Dani, können wir ganz kurz reden? Nee, vergiss es. Du denkst doch nicht wirklich, dass ich mit dir rede, oder? Weil er mich bloßgestellt hat bei Social Media. Er hätte das ja vorher alles klären können. Er möchte das hier machen, vor versammelter Mannschaft. Er wird ja gefilmt und das ist halt sein Ding. Ne? Der liebt es. Ne? Er hat eine Rampensau. Und jetzt hat er eben angekündigt, dass er Social-Media-Pause haben möchte, dass das zu viel gewesen ist, weil er ja hier irgendwie sich total falsch benommen hätte und dass er gehatet wird. Aber wahrscheinlich ist er irgendwo, in irgendeinem Format wurde er wahrscheinlich gebucht. Ich sag ja, solche Menschen sollte man nicht mal buchen. Die sollten keine Plattform mehr kriegen. Also genau wie Mike Sees. Sag doch bitte einfach, dass du mir die 50.000 Euro genommen hast. Das ist, sag doch. Hörst du mal auf, wenn Dani zu belästigen, sie will das nicht. Und jetzt kommt auch schon der Beschützer, unser Prinz Albert von Sam Dillon. Kannst du bitte aufhören, sie zu belästigen? Also sie kann sich selber wehren, das weißt du schon, oder? Sorry, ich wünsche mir, dass der Sam mal ganz schnell nach Hause geht, seine Krone irgendwie matsch landet und ich dann sage, Avividechi, bye bye, du Loser. Das sagt er gerade über sich. Mit der Krone und mit Loser-Dasein. Weißt du, was mein Bedürfnis ist? Ja, dann sag doch bitte. Nicht mit dir zu reden. Ja, warum? Okay? Ich will mit dir nicht reden. Ja, weil du hast doch nichts verloren. Weil du bist sowieso schlecht in den Spielen. Du hast kein Wissen. Du bist schlecht in den Spielen. Du hast sowieso nichts zu sagen. Der ist verrückt. Ja, wie so ein Megaloman. Ne? Der denkt wirklich, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dabei hat er gar nichts. Und ich glaube, mit Wissen kann er auch nicht wirklich protzen. Mit Sportlichkeit haben wir gesehen bei Promi-Büßen. Also die Frau will nicht mit dir reden. Lass sie einfach. Diese Frau hat mir 50.000 Euro geklaut und dafür muss sie büßen. 50.000 Euro hat sie dir geklaut. Du hast in dem Format mitgemacht und du hast halt verloren. Komm klar damit. Dani, zeig doch mal bitte ein bisschen Rückgrat. Komm, man kann doch, wenn man einen Fehler macht, kann man doch auch sagen, dass man einen Fehler gemacht hat. Aber sag es bitte. Sagt wer? Hab bitte Rückgrat. Erik, hast du mal in den Spiegel geguckt? Ey, das gibt's nicht wirklich. Also, Erik ist so ein falscher Pfiffi, ne? Ihr wisst ja, dass er damals ausgesagt hat bei der Polizei und dass er mich bei Ramon Wagner als Lügner dargestellt hat, ne? Dass ich eigentlich für Reichweite alles tue. Und ja, Erik, das kann ich dir auch sagen, ehrlich gesagt. Wo bleibt dein Rückgrat? Oder... Zeig mal Eier. Hat er auch nicht. Gar nicht. Aber ich sag ja, die Gerechtigkeit siegt irgendwann und es wird alles rauskommen. Junge, ist der verrückt, ey. Ich bin der, das reale Herz hat. Du bist nicht real. Ich glaube, er weiß bis dato nicht, was real bedeutet. Das ist Englisch.
Ich möchte einfach in Ruhe gelassen werden. So Streitereien möchte ich nicht verwickelt sein. Ja, aber Dani, aus der Vergangenheit wissen wir doch, dass Streitigkeiten eigentlich so dein Monopol sind. Schau mal, Dani, du bist jetzt unter Anführungsstrichen sein Opfer, weil er hat sonst keinen, mit dem er hier jetzt... Was bin ich? Unter Anführungsstrichen sein Opfer, weil er hat... Nennst du mich gerade Opfer wegen ihm? Nein, ich sag... Was, Alter? Nennst du mich Opfer oder was? Anzug voller Geld und er sagt, du hast 50.000 Euro, hab ich... konnte keine Uhren, keine Kette. Das ist aber auch lustig, ne? Hat so ein mit Dollarscheinen besticktes oder gedruckten Anzug... und beschwert sich über 50.000 Euro. Ich bin ein Gamer. Also ich habe mich da wirklich auch drauf vorbereitet. Ich habe 12 Kilo abgenommen. Und das ist halt genau mein Game halt. Ja, ich habe halt 12 Kilo am Charakter abgenommen. Und nach Temptation Island. Und ich bin halt ein Gamer, ne? Ich spiele halt mit den Herzen der Frauen. Das habe ich ja bewiesen bei Temptation. Und jetzt geht's auch schon los, ne? Mit dem ersten Spiel in der Arena. Ich dachte mir, wo bin ich gelandet? Im Affenzirkus. Oh, ich kann es nicht glauben. Der Esel, dann der Löwe und die Katzen. Ja, ne? Und da stehen noch Delfine, Blauwale und ein paar Krebse. Ne? Also er weiß ganz genau, wie die Tiere aussehen. Das Spiel endet, wenn 15 von euch rausgeflogen sind. Ja, es geht los mit dem Spiel. Und das erste Arena-Spiel, das heißt irgendwie, glaube ich, zum Abschuss freigegeben. Die sitzen da wie Lemmings. In jeder Ecke ist halt ein Fuchs oder ein Hase. Oder wie Cosimo meinte, ein Esel und was weiß ich, echt total lustig. Oder ein Delfin. Die Reality-Stars werden halt mit Bällen beworfen oder mit Ballschleuder. Und wenn sie halt abgebackt werden, das ist so ein bisschen wie Völkerball oder wie Schweinchen in der Mitte, sind sie halt raus. Ne? Und dann wird das Spiel halt auch enger. Ne? Das geht dann vom schwarzen Quadrat zum weißen Quadrat und zum roten Quadrat, glaube ich. Ja, sie müssen sich halt behaupten. Sie müssen halt versuchen, nicht abgebackt zu werden. Sonst landen sie halt wie beim Völkerball außen vor und werden halt eliminiert eventuell. Jetzt ist es soweit, jetzt musst du abliefern, jetzt musst du halt wirklich on point da sein. Man weiß ja, dass es hier von Tag 1 an enden könnte. Wisst ihr was? Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie der Bruder von Henrik Stoltenberg und als wäre der Vater Sylvester Stallone. Und wisst ihr, was da steht? Unten rechts kauft seine Leibchen immer 2 Nummern zu klein. Damit er seine Muckis zeigen kann. Mach die Haare auf dich so. Danke dir. Alles weg, was flattert. Hey. Süßer. Pack deine Haare zusammen. Ich helfe dir beim Kotzen dann, okay? Jeder kann getroffen werden. Wer ist das? Ist das Scooter? Ashby Baxter? Oder wer ist das? Der heißt Rainer Gottwald. Ist das nicht Hans-Peter Baxter? Nein! Du kannst es. Ja, die wurden freigelassen aus ihren Käfigen. Ich habe gar keinen Plan, was ich machen soll. Deswegen bist du ja hier gelandet, Jasmin. Okay, komm. Ja, hallo, das war mal schlecht. Also Georgina denkt auch noch, sie wäre bei Germany's Next Topmodel, ne? Wie sie da steht, komm. Willst du mich treffen? Der bezieht mich die ganze Zeit. Und Georgina, die hat keinen Plan, ne? Also sie musste halt in diesem weißen Quadrat bleiben und ja, indem sie halt dicke Lippe versucht hat zu riskieren, ist sie rausgeflogen. Spielerin Georgina, du hast dich erfolgreich selber rausgekickt. Du darfst rüber auf die Hundewiese. Scheiße, Mann. Auf die Hundewiese. Spielerin Giselle, du hast die Spielfeldmarkierung übertreten. Du hast verloren. Also Serkan kennt auch kein Ladies First, ne? Der hat die einfach so weggeschubst, die Giselle. Aber gut, aber Giselle kommt auch nicht damit klar, ne? Wir wissen ja von Jeremy's Next Topmodel, die hat die ganze Zeit geweint. Sie war die Heulsuse der Staffel. An die Gewinner, ihr bleibt im Turnier. Ich könnte kotzen am ersten Tag, Alter. Am ersten Tag. Hunde, bitte begleitet die Verlierer zum Schloss.
da sind ganz viele rausgeflogen von den Reality Stars. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall werdet ihr gleich sehen. Erik Sindermann ist auch dabei, meine Lieben. So peinlich, wirklich. Ey, meine Freunde lachen sich tot, Alter. Also das ist nicht erst jetzt, Erik. Das machen die schon seit längerem. Die Hasen werden gleich jedem von euch ein Telefon zur Hand geben. Damit könnt ihr 5 Spieler retten. Dafür hat jeder von euch 5 Stimmen. Also insgesamt können sie 5 retten. 15 sind ja raus. Und pro Kopf haben sie, glaube ich, 5 Stimmen. Dass von 50 auf 40 runterrasiert werden, 10 raus, ist echt eine Menge. Ja, das ist eine drastische Eliminierung. Sagen wir so, Sympathiepunkte hast du halt tatsächlich heute echt nicht gesammelt durch den Stress gleich am Anfang. Und Gloria weiß, wovon sie spricht. Ich habe einfach die ich mag. Insofern bleibt unter uns, okay? Ja, klar. Ja, danke. Ehrenwort, das bleibt unter uns, ne, Paul? Das ist wie ein Glücksspiel ein Stück weit auch. Ja, aber das ist scheiße, weil ich wurde geschubst, weißt du? Ja, das ist ja nicht mein Eigenverschulden, oder? Das ist Fremdbestimmung. Ja, und das ist scheiße, und das tut Spiel. Aber Giselle, die weint schon wieder. Die kannst du wieder nicht verkraften. Das ging die ganze Zeit bei Germany's Next Topmodel, war die so die ganze Zeit. Ich bin ein absoluter Gewinnertyp. Und das nervt mich ja auch, weil viele von diesen Leuten sind keine Gewinnertypen. Das sind Leute, okay, lebe ich mal in den Tag hinein, gucke mal, das ist die Reality-Show, das. So bin ich überhaupt nicht. Nicht ernst nehmen, mein Lieben. Das ist eine Wahrnehmungsstörung, die er hat, schon seit längerem. Nicht weiter. Mit einer Stimme ist Spieler Erik. Geh heim und leg dich wieder hin. Erik hat nur eine Stimme gekriegt. Ich sag ja Karma, wirklich. Der arme Erik, das hört er jetzt die ganze Heimfahrt. So, als hätte sie irgendwas Wichtiges verloren in ihrem Leben, ne? Also, wieso nimmt man das Ganze dann so ernst hier? Tobi, genieße deine Gnadenfrist. Dankeschön. Jenny, setz dich. In deinem Alter ist das lange stehen Gift. Menderes, du darfst in den Recall. Ich hab nicht gedacht, dass... Menderes, du darfst in den Recall, wie bei DSDS. Irgendwann hat er das ja geschafft, ne, auf die Bühne. Also ich gönne ihm das. Das ist ganz, ganz lieber, finde ich. Der wurde ja auch Dschungelkönig, oder? Spielerin Georgina, mit nur 14 Stimmen bist du weg vom Fenster. Boah, ciao. Ciao mit V. Also Georgina ist auch raus. Das finde ich irgendwie schade, weil sie hat echt so Beef-Potenzial. Wohin? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn mein Koffer? Da ist doch gar kein Koffer von mir. Ist ein bisschen wie Germany's Next Topmodel, wo die jungen Mädels in die Villa kommen und Heidi sagt so, ja, sucht euch jetzt eure Zimmer aus. Ja, also die benehmen sich genauso, wirklich. Das ist so clever, einfach so clever wieder. Schön, dass dich mal jemand clever findet, auch wenn du es nur selber bist. Er macht sich selbst irgendwie Komplimente. Dann hat er ja auch immer gesagt, ich bin der Stärkste, ich bin der Beste. Aber er denkt das wahrscheinlich ab. Oder seine Frau sagt ihm das wahrscheinlich. Du bist der Beste, du bist einfach unglaublich. Aber ich sag dir, Einbildung ist auch eine Bildung. Noch hier rein, Max, noch hier. Max! Junge, bist du bescheuert, Alter? Auf jeden Fall habe ich meine Gang mit dabei, mit der ich hier angekommen bin. Und Yassin nimmt hier wirklich alles ernst. Ne? Er möchte seine Jungs im Zimmer haben und der gibt alles. Ne? Also ich glaube, als Kind war er wahrscheinlich so ein hyperaktives Kind, der eben überhaupt nicht stillsitzen konnte. Warum machst du das hier? Der hat doch da gekackt. Ja, aber bitte gar nicht hier reinkommen. Hey, können wir gleich einen Pakt machen? Also kann ich hier so regelmäßig... Nein. Und Christina gleich so, nein, du darfst unser Scheiß aus nicht voll kacken. Geh irgendwo anders kacken. Kann ich auch verstehen, ne? Also er möchte nicht bei den Jungs irgendwie auf Klo. Wird wahrscheinlich nicht so hygienisch sein wie bei den Frauen. Komm, ich will, komm kurz. Doch, komm kurz. Ich will, komm kurz. Fängt ja schon mal gut an, ne? Es ist wie im Kindergarten. An alle Stars und alle, die es niemals werden. An alle Stars und die es niemals werden. Ich liebe es. Das erste Fuchsspiel steht an. Einer oder eine von euch muss dabei euren Jackpot retten. Am besten ihr fangt an zu beten.
Jetzt wird der Fuchs nämlich freigelassen und er sucht sich einen Kandidaten aus, der mit ihm ein Spiel spielt und eventuell Geld verdienen kann. Ach Mann, ey Junge, was wollt ihr von mir? Besiegst du den Fuchs, erhöhst du euren Jackpot um 5000 Euro. Ja, das Spiel beginnt. Jetzt hören wir mal, was das für ein Spiel ist. Das Spiel heißt Deine Mutter. Jeder hat 5 Gewinde mit je einer Mutter. Wer als erster seine 5 Muttern rausdreht, hat gewonnen. Das Spiel heißt Deine Mutter. Ich liebe es einfach. Ich sag ja, es ist mein Humor. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich find's total lustig. Ich hab's auseinandergenommen, hab ich dich. Ja! Ich kenne den TikToker nicht. Wie heißt er dann nochmal? Auf jeden Fall hat er gesiegt und hat 5000 Euro gewonnen. Also die liegen jetzt bei 55.000 Euro. Okay. Tschüss, schön, dass du da bist. Ebenso. Es freut mich, dass du Teil der 50 bist, nur noch 40. Gut, halt die Fresse jetzt. Na, du hast schon genug geredet. Und jetzt mache mich mal so richtig besoffen, damit du mal so richtig ausartest. Digga, kennst du den denn? Kennst du den? Digga, das ist dein Endgegner. Ja. Verstehst du? Der raubt dir alles. Hey, hört auf mit eurem Kindergarten da hinten, ehrlich. Ja, Yasin ist laut und er weiß nicht, wann es reicht. Er weiß nicht, wann bis hierhin und nicht weiter. Ich meinte ja, der ist, glaube ich, so richtig hyperaktiv im Privatleben. Also auch hier. Und er geht nicht auf Tuchfüllung, sondern er versucht irgendwie, er umarmt sie, er massiert die Frauen. Also, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich glaube, es ist schon sehr, sehr anstrengend, wenn die das schon so sagen. Und ich glaube, in seinem Zimmer würde man, glaube ich, freiwillig nicht übernachten wollen. Ja, komm ran. Wenn einer von uns eliminiert wird, okay? Wir unterstützen, okay? 3, 2, 1. Ja! Okay. Süß, die Kinder. Und Daniel denkt so, wo bin ich hier gelandet? In irgendeiner Sekte? Ich finde den TikToker lustig, ja. So, aber weiß ich nicht. Das ist doch nicht das, was wir machen. Das ist was ganz anderes. Ich muss sagen, ich habe den einen oder anderen gesehen, da dachte ich mir so, nee, auf den gar keinen Bock. Philipp zum Beispiel, ja, da haben wir haben einen großen Streit, so, der noch nicht ausgesprochen ist oder geklärt. Am besten 20 Leute fliegen. Und der Serkan, der schmiedet schon Pläne, ne? Kennen wir ja von Sommerhaus der Stars. Der ist so einfach gestrickt. Ne? Dem sollte man überhaupt nicht trauen über den Weg. Hey, wir haben uns schon gefragt, wo du bist. Wie kann man so bezaubernd schon am Morgen aussehen? Wie kann man so eine fette Schleimspur eigentlich hinter sich herziehen, ohne zu ersticken? Pauline hat das wahrscheinlich satt, ne? Also, sie weiß ja, wie Yasin so ungefähr tickt. Yasin weiß, wie Pauline tickt. Und sie gibt ihm richtig Seitenhiebe. Ihr habt 3 Minuten Zeit, um euch in der alphabetischen Reihenfolge eurer Vornamen an den Händen zu halten. Wie als wäre es eine Grundschulklasse, die jetzt eine Aufgabe lösen muss. Falls ihr es wieder erwarten schafft, steigt der Jackpot um 2000 Euro. Das ist für die durchschnittliche Menschheit ein Monatsgehalt. Danke, Kate. Also ohne dich hätten wir das jetzt nicht gewusst. Vanessa. Yasin. Jasmin. War richtig, oder was? Ein Wunder ist geschehen. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ja! Klasse 3b hat's geschafft. Wir gratulieren. Was ist denn los, Kate? Alles gut? Bin doch nicht komisch. Ich war gestern bei euch im Zimmer. Warum durfte ich nicht bei euch im Zimmer rein? Oh Gott, jetzt entsteht wieder so ein bisschen Beef, ne? Mal gucken, wer hier wen angelogen hat oder wer Scheiße geredet hat. Nee, ich weiß nicht. Ich habe nur irgendwie gehört, dass du gesagt hast, nee, Dani nicht. Deswegen frage ich, ob alles gut ist bei uns, ob alles cool ist. Wer hat das gesagt? Ich habe doch gesagt, lass uns Dani doch bei uns schlafen lassen. Du meinst, nee, Dani nicht. Was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Geht's noch? Und wer hat natürlich diese Gerüchte auf die Welt gesetzt? Der Sam Dillon, ne? Entweder ist es Mangiapane oder Sam Dillon. Ich hätte die Tür zugehalten, weil ich nicht wollte, dass Dani hier reinkommt. Und das ist eine Lüge. Dann haben wir beide ein Missverständnis gehabt. Dann solltest du vielleicht nächstes Mal nicht einfach die Tür zuhalten, dass die anderen Leute nicht reinkommen. Okay, Sam hat anscheinend gesagt, so die Dani darf nicht rein, aber es hat Kate gar nicht gesagt. Also, strange auf jeden Fall.
Aber anscheinend ist dir Vertrauen in einer Freundschaft nichts wert. Natürlich ist mir Vertrauen. Nein, was erzählst du denn jetzt wieder? Sonst würdest du so einen Scheiß nicht über mich erzählen. Ich kam mir wirklich vor wie in einer toxischen Beziehung mit meinem Ex-Partner, der das einfach nicht kapiert, was er gerade getan hat. Tja, hat man irgendwie Sam als Freund, habe ich das Gefühl, braucht man keine Feinde. Hör auf, darin gewöhne ich. Ich habe gerade gemerkt, Yasin, du bist ja 32 dieses Jahr geboren. Dieses junge Frischfleisch, dieses junge Dame, das ist nicht mehr meins. Das ist Jenny Elvers, das ist Jenny fucking Elvers, halt eine Nummer, ne? Ja, es ist eine Nummer, deswegen will ich ja mit ihr irgendwie ein Techtelmechtel haben. Und unten rechts steht da, setzt jetzt auf den Enkeltrick. Oh Mann, als wäre Jenny so eine uralte Omi. Mann, also, ich finde bei Yasin ja diese Gerüchte, dazu habe ich ja auch ein Video gemacht, das könnt ihr euch natürlich angucken. Bei mir, dass Yasin so ein Mensch ist, der immer mit Frauen gepostet werden möchte oder zusammen ist, die polarisieren, wie Jenny Elvers oder Yildiz Kocsi. Yildiz Kocsi war ja auch bei Big Brother, hat er sie unterstützt und in der Zwischenzeit, wo sie dann rausgekommen ist, hatte oder davor, hatte er ja was mit ihr. Also bei Yasin denke ich immer so, er sucht halt, ne, eine Herausforderung. Das war nicht an, ne? Nee, das war nicht. Und da turteln die rum und haben was miteinander. Aber ich bin froh, weil jetzt wummelt er an mir nicht mehr rum. Sieht schon süß aus. Voll geil. Ja, mit Frauen unter einem Dach ist immer gefährlich. Bei Ex on the Beach steht da unten rechts, war sie Yasins Jenny. Ja, und Pauline hat ja auch gesagt, so, dass sie ihn über alles liebt und so, aber... Ja, ich habe das Gefühl, dass sie schon noch ein bisschen eifersüchtig ist. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Typ kommt, der schon 1000 Frauen hatte, kein Wunder, wenn dann 3-4 Frauen in einem Format sind, die er schon gebumst hat. Das kommt Kannst du nicht sagen, geschlafen, hat gebumst, ist so obszön. Ah, oh, die haben ja auch mit deinem Hochdeutsch ja schon wieder. Und Christina, so, ich finde das so geil. Komm mir nicht mit seinem Hieroglyphensprache bar, laber mich nicht voll. Hört bitte zu und schaltet eure Birnen an. Stellt euch jetzt paarweise auf die Sterne. Wenn die Musik beginnt, müsst ihr in der schwarzen Zone miteinander tanzen. Das Spiel endet, wenn 5 Tanzpaare versagt haben. So, das neue Spiel, das Arena-Spiel, das geht weiter in Folge 3. Aber hier ist es so eine Art wie, glaube ich, Stopptanz. Ne? Nur, dass jemand... mit Piano, die begleitet. Ladies und Gentlemen, ich bitte zum Tanz. So, unser Pianist ist unser Hasi und ich bin gespannt auf Folge 3 und 4. Ich finde The 50 wirklich total lustig und sehr amüsant. Ihr könnt natürlich The 50 gucken auf Amazon Prime, einfach abonnieren und dann habt ihr eure Prime-Mitgliedschaft mit drin. Ist auch nicht so teuer. Da könnt ihr auch ganz, ganz viele andere Filme gucken. Also die haben sehr, sehr viel Auswahl. Ist so ein bisschen wie Netflix. Gefällt mir ganz gut. Und ich bin auch froh, dass sie mir diese Freigabe gegeben haben, weil ich finde diese The 50, das Format finde ich total lustig. Also der Erik Sindermann hat wirklich den Vogel abgeschossen. Und jetzt erzählt er von wegen, ja, ich mache jetzt eine Instagram-Pause, obwohl er in anderen Formaten wahrscheinlich mitmacht und sich eine Pause gönnt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinungen, meine Lieben. Falls ihr natürlich noch auf dem Kanal seid, über ein Abo würde ich mich freuen. Ein Daumen nach oben, natürlich Kommentare. Und falls ihr natürlich euch die Folgen von The 50 angucken möchtet, ich habe da zwar keinen Link, aber abonniert gerne Prime, Amazon und dann könnt ihr euch die ganzen Folgen auf jeden Fall anschauen. Am Wochenende kommen nochmal 4 weitere. Und ja, ihr könnt mir natürlich über Insta folgen und auf TikTok. Ich danke euch vielmals. Muah.